long time ago. Als online noch neu war und cool. Da warst du aber gut. Da habe ich gewonnen. Online wie Kehle ist ein anderes Beat. Das ist wirklich so. Nur jetzt auch nicht mehr. I wish. Also wir haben das Problem für immer gelöst. Mein Hard Body mein ist Hard Body, nach dem Downfall was passiert. Und deswegen ist Dennis für mich ein Hardspieler. So. Ja. Ist das hier Turnier Mali gegen Samus? Mali gegen Banane Marmelade. Wie geil ist Parsec und Mali als Parsley-Teamname? Mega stolz schon auf mich. Ganz gut. Ich finde richtig gut. Es gibt nicht so viele gute Teamnamen hier. Das stimmt. Was ist Alex und Annika? Was soll das sein? Was ist das für ein Scheiß-Team? Ich hasse die. Ich hoffe, sie verlieren. Wir sind Team? Weil ich ja halt die confirmen musste. Ich glaube irgendwie, ja. Ich glaube, Bam! Oh mein Gott! Ja, guck mal hier, Annika Reitz. Oh no. Das klingt auf einmal so ganz komisch. Das klingt so ein bisschen wie eine Sache, die so jemand sagen würde, der gerade was sehr, sehr Rassistisches sagt. Genau, das ist so jemand, der so, Tiere können einen zurücklieben und deswegen ist und deswegen, es... Und deswegen müssen wir sie zicken. Okay. Und so, stopp mal, das ist Moment. Der letzte Punkt. Ich bin voll bei dir, bis zur Hälfte. Oh. They had us in the first half, not gonna lie. Ja, wirklich. Banana Marmelada. Ich bin für wie Banana kannst du gegen Mali sein? Würdest du sagen, Mali? Okay, Heart, Mind, Body. Gib mir deine. Okay, Mali? Ja. Einfach schwer. Null. Schätzer, ich finde tatsächlich, es gibt einen bestimmten Punkt, wo sich ein richtiger so Playstyle entwickelt und erst da kann man das festsagen. Also, was ich gesagt habe. Aber netter. Nein. Not ranked. Ich sage tendenziell wahrscheinlich. Hard oder Body? Ich glaube, es ist schon ziemlich hart. Aber für Ice Climbers. Ich glaube, hart ist halt jeder, der noch nicht so krank Texte durchgegrindet hat. Das stimmt. Man fängt so an als Hardplayer, wie soll man auch anders? Genau, jeder spielt erstmal aus dem Herzen. Das stimmt. Ob du danach ein True Hardplayer bist, das zeigt sich erst. Das stimmt. Später. Ich wette, es gibt auch so ein nuancierteres System, wo man so. Ich meine, was ist deine sicke Kombi? Wenn du zum Beispiel Body und Mindplayer bist, ich habe das Gefühl, das ist broken. Weißt du, wenn du so den Tech-Skill hast und das Knowledge, dann brauchst du nicht das Herz. Damit kannst du so Mewtwo King, dann brichst du sie einfach tot. So. Das ist okay, sorry. Aber Mewtwo King ist ja der Computer. Ja, aber deswegen, der Computer macht ja diese zwei Sachen. Der ist ja extrem gut vorbereitet und kann... Nee, das ist ja das gleiche Ding. Das ist ja das gleiche Gleichnis. Dieses Dreieck, dieses... ja, Feuer, Eis und Cucumber. Genau, richtig. Das ist das Gleiche. Ja. Cucumber ist einfach nur Body. Ja. Und Eis ist Mind und Feuer ist... Eis. Oh mein Gott, das war ein Fossil. Und Feuer ist hart. Gott. Mali. Oh mein Gott, das ist... Mali. Herr Nicolo. Mali sieht aus wie... Das geht, Alessio. Du bestellst Leonardo DiCaprio auf Wish. Weißt du, so mit der Leonardo DiCaprio, aber ohne die in so sehr, jung. Sehr jungen Frauen. Nein, in jung, so cool Leonardo, als er noch so jung war und coole Rollen als spielte. Es noch nicht so weird war, dass er Titanic. Junge Frauen gedatet hat. Titanic, genau, als er selber noch eine junge Frau war. Oh! Als man noch so sagen Mali, konnte, du bist dran vorbei! Wuhu! Power Shield! Ach Gott. Wieso haben wir das im Stream gemacht? Ja, wirklich. Banane hat gegen den Neuen, gegen den Ami gespielt und hat ihn so 3-0 besiegt und hat so halb höflich danach so Fistbump gemacht. Und ich war so, Banane, der soll wiederkommen. Kannst du mal nicht, können wir so ein Roster so machen, dass wenn neue Leute kommen, dann geben wir denen nur so bestimmte Gegner, die so voll nett sind. Okay. Dann machen wir das Bracket, damit sie wiederkommen. Du meinst ein Bracket für Amateure quasi? Genau, wir machen dann dürfen die nicht gegen Banane spielen. Ah. Die spielen dann zum Beispiel gegen Geld. Aber Banane kommt dann in Pro Bracket und ist da so die Entry Barrier und geht immer O2. Genau. Zum Beispiel, die spielen dann nur gegen Jan. Der besiegt die dann. Ja. Aber vorher so erstes Game spielen die dann so gegen mich und dürfen gewinnen. Ja. Genau. Und dann sind wir so, hey, voll cool, dass du da bist, bis nächste Woche. Und dann so, ja, cool, dann fühlen die sich gut. Und dann zerstört sie Jan und dann zerstört sie noch du oder so oder Dennis.
Und dann sind sie so, gehen sie nach Hause und so, hey man, heute war ich bin, die Leute sind alle voll nett und ich habe auch ein Game geholt, voll geil. Weißt du so? Tatsächlich soll das bei mir angefangen. Wir haben die ganze Döde gespielt. Das war irgendein anderer Typ, der sah aus, warte mal, kennst du, der Vater von Schatz, ich habe meine Kinder geschrumpft. Ja, ja, sehr. Wie heißt der? Aber so sah der aus. Okay, ja, ja. So ein, irgend so ein Typ, das war halt auch so ein Casual einfach, den habe ich noch besiegt. Und dann habe ich gegen, dann habe ich gegen Saber Riders verloren. Oh fuck, Saber Riders. Das habe ich dir schon mal erzählt. Recently talked about. Gegen Saber Riders verloren und so eine halbe Stunde später, im Losers Bracket natürlich, ja. Eine halbe Stunde später kommt Saber Riders zu mir und sagt so, Name ist noch drin. Stimmt, das hast du erzählt. Der Wichser. Am I nothing to you? Und dann habe ich ihn, keine Ahnung, halbes Jahr später nur noch geballert. Meine Erfahrung ist, dass der einfach geil durch ist und dass der aber total lieb ist. Ja, ja. Furchtbar netter Typ. Ich liebe Saber Riders. Also an dem Abend auch voll zu schätzen gelernt. Aber den Typ. Weißt du, dass ich mal mit euch, das war auch im Meltdown, Street Fighter 4 gespielt habe? Und ich und Ice hat irgendwie geshit-talkt bei Street Fighter 4. Und dann war ich so, ey, komm, wir spielen gleich. Und dann wollten wir eigentlich Money matchen, Ice und ich. Ja. Street Fighter 4. Und dann hatte er keine Zeit, dann musste er irgendwas anderes spielen. Na, Mustafa hatte keine Zeit auf einmal. Mustafa konnte dann auf einmal nicht. Er konnte sein Money nicht putten, wo sein Mouth ist. Ich glaube, der kann das nicht. Also, okay. Du bist doch nicht so kacke in Street Fighter, oder? Also ich bin auch wirklich nicht. Also ich glaube, ich bin besser in Smash als in Street Fighter, aber war die Community in Street Fighter relativ schlecht. Das heißt, ich glaube, ich habe schon gewonnen immer mal. Ich habe mehr gewonnen in Street Fighter als jetzt hier in Smash. Ja, okay. Da würde ich ganz klar sagen, du wärst besser. Aber wer weiß, vielleicht weiß Mustafa, ich das nicht. Wenn du hier bist. Ich weiß nicht, oh mein Gott. Das Secondary da ist. Was soll das? Das ist einfach Russland und Ukraine right now. I didn't say it. Oh mein Gott. Warman ist erlaubt, aber nur für dieses Set. Nur für diesen Stock. Guilty Gear, Leute. Boah, ich habe leider nie in Guilty Gear reingefunden. Das ist voll traurig. Ich würde wirklich gerne, aber... Guilty Gear sieht sehr gut aus. Ich habe dann das einzige andere Game, das ich gespielt habe, war Dragon Ball FighterZ. Und das ist auch total cool, weil es halt auch so richtig stupid ist einfach, ne? Ja. Du fixst Leute in die Ecke und du kannst sie einfach... 2-0. 2-0? Ja. Aber das war halt total witzig, weil die Charaktere so cool waren und die Mix-Ups waren aber so richtig stupid. Wirklich dumm. So. Meistens verlierst du die erste Interaction und dann verlierst du das Game online einfach. Und so, okay, I get it, you practiced this combo. So. Und dann spielst du so 7 oder 8 Games und jedes Game spielst du dieselbe Combo 3-mal. Mit Meta oder ohne manchmal. Und dann bist du so, welcome. Es gab einfach keinen. Das ist auch egal gegen wen. Was passiert? Woher du was mit dem Set? Nee. Okay. Ich habe eine, ich weiß nicht, das war nicht Guilty Gear, das war so ein älteres, so ein Neo Geo Fighting Game. Ein was? Neo Geo, das ist so ein komischer alter PC. Nie gespielt. Achso. Irgend so ein weirdes Pixel Fighting Game. Ich habe es noch nie gesehen vorher. Ich habe mal in Japan in der Arcade so eine richtige so 12-Mann-Rotation so gesehen, wo auf beiden Seiten einfach Leute standen und die standen da wirklich 2 Stunden lang, glaube ich, oder so. Und immer so Losers Out halt, ne? Mhm. Und der neue Spieler zahlt halt. Das ist geil. Und, Marley, come on! Ja, das sieht auch so cool aus. Und Arcade-Culture generell, so bei Fighting Games, klingt so nice. Es gibt so viele Games, die ich wirklich gerne spielen würde. Ich finde echt schade, dass wir hier halt nicht so Arcade-Culture haben. Ja, klar. Ich war jetzt neulich im Computerspielemuseum nochmal. Das ist total süß gewesen. Da kann man das eine Street Fighter spielen, aber 2, glaube ich. Und dann geht es so ganz kurz. Es gibt eine Gamecube, aber die steht nur so rum im Regal. Und ich war so, oh, eigentlich schade, dass so Fighting Game Culture zu klein ist im Kontext von Computerspielen, um richtig drüber zu reden. Weil ich glaube, sie ist mit die hypeste Art von Computerspielen. Oh nein, der Kopf hat gewurbelt! Kein Faustdruck. Louis Bama Naboni. Der ist doch der Bruder von Banana Marmelade, oder? Vom Tag her? Na klar, Louis Bama Boni.